Und herzlich willkommen zurück zu Maites Creative Kratav. Oh, der Skywars Server ist gerade aber ganz schön besucht hier. Lol. Yay. Ich hätte aber mal schauen, ob so eher hören. Ich weiß mal nicht, wie man dieses Wort ausspricht. Und kommt, weil die wollte ja heute irgendwie Vormittag, ist jetzt gerade, ja, Viertel nach neun, morgens Viertel, also Vormittag Viertel nach neun, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob die wollte jetzt, glaube ich, heute dafür ankommen. Naja, ist auch egal, wenn sie kommt, schön, wenn nicht, werde ich schon nicht in Tränen ausbrechen. So. Nee, hier machen wir lieber etwas hin, sonst passt hier mit der Schräge nicht mehr optisch. Wie kommst du hin? Ja, das muss ich jetzt hier nochmal weg. Sonst passt das Ganze nicht. Easy. Ach komm, dich mach ich mal weg hier. Perfekt. So, jetzt haben wir hier eine schöne große weite Fläche. Die Frage ist, füllen wir das alles jetzt hier auf? Mit Zuckersand? Vor allem hier so eine riesige scheiß Schlucht ist auch noch. Oh Gott. Gut, wisst ihr was, das füllen wir hier erstmal direkt mit Erde auf, dann brauchen wir dann drüber bauen, quasi. Dann müssen wir hier nicht alles auffüllen, weil das ist ja komplett dumm und zeitaufwendig. Ich meine, in der Höhle hier werden wir wahrscheinlich sowieso nichts Brauchbares finden. Obwohl, da hinten ist eine richtige Steinhöhle. Dachte schon, das ist so eine Zuckersandhöhle. Also hier, Sandsteinhöhle. Mine. Kacke. Da gibt es nämlich kaum Ressourcen. Wenn überhaupt Ressourcen, also eigentlich gar keine Ressourcen. Ja. Wow, nicht runterfallen. So, sehr schön. Die eine Mine brauchen wir nicht, wir haben bereits eine Mine, von daher können wir die komplett zumachen. Schade, kein. Hoffentlich ist da drin kein Spieler irgendwo, der da drin jetzt gerade gespeichert hat und dann nie wieder rauskommt. Ja, ich sag mal so, Risiko. Zur Not gibt es einen Spawn-Befehl. Sollte also alles kein Problem sein. Einzige wäre vielleicht, dass hier drunter dann hoffentlich Monster spawnen und wir die ganze Zeit Krach haben, weil, ja. Die ganze Zeit die Monster da rumstehen. Wieso Asthmatiker? So. Ups. So. Habe ich eine Axt dabei? Ja, habe ich. Mache ich die Steine mal weg? Ah, reicht nicht? Doch, reicht. Easy. Die steuern nämlich ansonsten die Optik. Ja, das stört auch meine Optik jetzt gerade. Weg damit. So, perfekt. So, tja, und jetzt müssten wir hier halt 1:1 alles. Obwohl, so viel ist es ja gar nicht. Ah ne, doch, wir müssen ja. Oh Gott, wir müssen noch eine Ebene höher. Und dann ist es doch schon ganz schön viel. Ha, die Waldfee. Haben wir überhaupt zu viel Sand? Nee, ne? Das heißt, wir werden hier unten erstmal eine Menge Sand wegkramen. Da mache ich das ein bisschen jetzt gleich. Weil da kommen wir später nicht mehr ran. Ja, holla, die Waldfee. So, bitte einmal alter rein. Genau.
Ja, und jetzt heißt es anschuppen und was das heute. Wenn sich ungefähr beschweren möchte, mit ihr sieht nichts mehr, keine Ahnung, sie ist ja auch nichts. Was mich zu der Idee bringt, vielleicht doch ein paar Fackeln aufzustellen. So, easy. Hier ist aber viel Sand drunter. Alter Schwede. Achso, okay, wird doch noch mehr aus, als das eigentlich ist. Ja, gut. So, also hier kommt das definitiv doch ganz schön dann zusammen. Holy Waldfee. Vielleicht sollte ich deine Höhle doch ein bisschen offen lassen, damit wir das hier als Sandquelle benutzen können. Wäre das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. So, komm, die Spitzhacke verwenden. Ich verschwende hier nochmal hierfür. Und da war sie auch weg. So, noch mal ein paar Fackeln. Da. So, easy. Übrigens freue ich mich schon extrem dolle auf Doom Eternal. Digga, Doom Eternal wird so unglaublich geil. Und ich weiß, ja, viele werden jetzt sagen, wird, ja, Doom Eternal ist kacke, weil es wird gerade so wie der BER, ist einfach immer wieder Termin verschoben. Aber wie gesagt, ich persönlich bin halt da ein bisschen anderer Meinung. Ich meine, beim BER, das ist einfach nur Schlamperei, ja, also da ist es einfach nur Dummheit. Von daher, ja, okay. Bei Doom Eternal ist es aber eine ganz andere Geschichte. Ich meine, Doom Eternal ist ein Spiel, das ist eine Software, die muss entwickelt werden. Und ich bin selber Programmierer, ich kenne mich da so ein bisschen aus und weiß, wie unglaublich schwer es ist, irgendwelche Erwartungen da zu erfüllen, weil du hast halt am Anfang eine Idee, du weißt, wie du dein Programm gestalten möchtest, denkst, okay, aha, so und so und so machst du das. Und dann musst du aber natürlich als Firma denken, das heißt, du hast natürlich deinen Kundenkreis und musst natürlich dann den Kunden auch irgendwie sagen können, ja, es könnte so und so lange dauern, damit er irgendwie so eine zeitliche Vorstellung hat. Aber in der Praxis hast du diese Zeit halt niemals. Und dementsprechend das ist natürlich auch bei Doom Eternal so, die haben einfach gesagt, okay, die brauchen so und so lange, aber dann sind vielleicht Sachen passiert, die so nicht eingeplant waren. Sachen haben nicht funktioniert oder waren anders als sie gedacht waren oder wurden im Nachhinein noch ein bisschen abgeändert, weil es halt so geiler ist oder so. Und deswegen brauchst du natürlich mehr Zeit. Und ich bin persönlich einer, ich sag aber, okay, ich warte lieber noch ein bisschen auf ein Spiel, das dafür richtig scheiße geil wird, als ein Spiel zu haben, wo ich mir so denke, okay, ist jetzt ganz schön, aber man merkt da und da und da, dass sie sich einfach nur versucht haben, einen Termin zu halten und das Spiel darunter gelitten hat.
weil es halt nicht so schön ist, wie es hätte sein können. Deswegen sage ich persönlich, okay, also eigentlich sollte das Spiel ja irgendwie November vorigen Jahres rauskommen, also und der Termin wurde jetzt irgendwie da schon ein paar Mal verschoben. Aber eben, das ist mir persönlich scheißegal. Hauptsache, ich habe denn, wenn es rauskommt, ein Spiel, wo ich wirklich sagen kann, okay, wisst ihr, darauf hat sich das Warten gelohnt. Ey, ich habe tatsächlich jetzt gerade die gesamte Satz-Apfel-Kram hier. LOL. Geht's eigentlich noch weiter? Richtig Höhle oder ist da frei? Ja doch, dann geht's noch weiter. So. Ja, so viel zu meiner Meinung. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ne? Es gibt ja viele Leute, die fallen da gleich in, ja weiß nicht, Hasskommentaren aus. Ne, dieses typische, ich kriege deine Mutter, du Hurensohn. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, wer da Lust drauf hat, sich da über Sachen aufzuregen, die ihm selbst nur graue Haare verschaffen, bitte, warum nicht? Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dann haben die Leute Pech gehabt. Vor allem können die sich dann auf diese ganzen Spiele freuen, die dem nachgehen und lieber versuchen, Termine einzuhalten und dann dafür scheiße sind. Was auch der Grund ist, weswegen ich mittlerweile kaum noch AAA-Titel spiele. Also Doom ist eigentlich das einzige AAA, also ja, Doom und GTA sind eigentlich so die einzigen Spiele, die ich überhaupt noch aktiv spiele, so aus der AAA-Szene. Einfach weil mir alles andere mittlerweile zu scheiße ist. Entweder hast du halt Spiele, die, ja, wo du halt merkst, okay, der Entwickler wollte einfach nur noch irgendwas raushauen, wo dem irgendwie aber gerade dann die Innovationen ausgehen. Und entweder ist es dann irgendein Spiel, wo irgendwas einfach wieder aufgekocht wurde, wo du siehst, okay, die Suppe wird bereits bitter. Oder aber du hast Sachen, wo es einfach nur darum geht, zwar neue Innovationen zu haben und die Idee dahinter ist doch ultra geil, aber es ist einfach scheiß implementiert, weil es da halt auch wieder eher darum ging, ja, schnell ein Spiel rauszuhauen und Hauptsache Geld, Geld, Geld. Und da lobe ich mir halt lieber das, also den Weg, wie gesagt, den auch damals id Software gegangen ist mit Doom 1 und Doom 2, wirklich was Innovatives zu machen, was Geiles, was, ja, was halt auch noch Jahre, Jahre später Spaß macht. Und das ist halt bei Doom bis heute der Fall. Ich meine, klar, mittlerweile gehört es natürlich zu Bethesda. Aber selbst Doom 2016 macht bis heute Spaß. Ich meine, ich spiele es jetzt nicht aktiv, in dem Sinne, dass ich es so aktiv spiele wie Doom 1 und Doom 2. Aber ich spiele Doom 2016 immer noch ab und an mal einfach mal durch. Einfach weil es geil ist. Und nein, ich werde dazu kein Let's Play machen, weil zu Doom 2016 gibt es bereits so abartig viele Let's Plays. Ja. Wüsste ich nicht, warum ich doch noch ein Let's Play zu machen sollte. Aber wie gesagt, ich persönlich spiele es halt auch sehr gerne und ich freue mich schon unglaublich auf Doom Eternal. Das wird so scheiße geil. Wie ich darauf komme, ganz einfach. Ich habe jetzt vor kurzem kam halt ein neuer Gameplay-Trailer raus, der so zeigt, wie es so intern mittlerweile aussieht, worauf sich die Spieler halt so freuen können. Und ich dachte mir halt einfach nur so, oh mein Gott. Trailer geil, Spiel geil, alles geil. Das einzige Spiel, wo ich jetzt vielleicht noch überlege, es mir auch noch zu holen. Ich weiß aber nicht, ob das zur klassischen AAA-Szene gehört, weil es eigentlich eher ein Simulationsspiel ist. Ist der neue Flight Simulator, der rauskommen soll. Weil das Spiel, das ist halt so komplett out of irgendwas. Also, da, ne? Ich bin ja einer, wisst ihr alle, der von Microsoft nicht allzu viel hält.
aber die Flight Simulator-Reihe von denen war und ist halt unglaublich geil. Auch damals Train Simulator natürlich auch, ist ja auch von Microsoft gewesen, also zumindest ab da, wo ich es kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob es davor irgendwann mal von einer anderen Firma war. Ja, unglaublich geil. Und der neue Flight Simulator, der wird halt unglaublich. Könnt ihr einfach mal ein bisschen gucken nach Trailern oder sowas. Also sowohl was Physik angeht, als auch was Ingame angeht. Also das wie zum Beispiel, du hast halt einfach bei dem Flight Simulator hast halt einfach alles dabei. Das Ding ist einfach laut meiner Meinung so gut, du kannst es halt wirklich für realistische Flugschulung benutzen. Wenn es denn wirklich so gut wird, wie es im Trailer gezeigt wird, also Quatsch, nicht im Trailer, das war kein Trailer, sondern das war so ein Review von so einem Tester, der halt Spiele testet und der hat halt auch Flight Simulator getestet. Ja, wie gesagt. Du hast halt wirklich verschiedene Luftschichten in der Luft, hast auch Wolken, die sich daran anpassen, Lichtverhältnisse, die sich nach den Wolken anpassen, nach dem Boden anpassen. Du hast jetzt Flugzeug selber, was ultra realistisch berechnet wird. Heißt also, du hast nicht mehr so wie früher, dass das Flugzeug ein Objekt war, was mit einmal berechnet wird, sondern du hast halt wirklich Luftströmungsberechnungen an jeder Tragfläche als solches. Dadurch sind natürlich solche Sachen möglich wie, weiß nicht, ja, Luftstromabriss und solche Dinger. Also wirklich halt eigentlich alles, womit du halt auch im reellen Alltag zu kämpfen hast. Und das ist einfach so unglaublich krank. Ich glaube, unsere Erde geht, unser Sand geht ja doch früher aus, als ich dachte. Kacke. Da hat er gehofft, das reicht ein bisschen länger, oder das kommt mir gerade nur so vor. Puh. Ist aber auch eine Menge Terraforming, die wir gerade betreiben. Lalalalalalala. Ups. Ah, ja, haben wir noch Zucker? Ja, doch, wir haben noch zwei. Okay, du könntest vielleicht. Nee, reicht nie im Leben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwo noch wieder ein bisschen Zucker abbauen müssen. Galomato. Was suche ich gerade? Alter, warum kann ich nicht einfach da einen Punkt 1 setzen, da einen Punkt 2 setzen und sagen, wollte den setze Sand? Scheiß Let's Play. Ach ja. Aber wenn wir schon Let's Play machen, dann natürlich auch richtiges, ne? Also hier mit alles per Hand. Was natürlich gerade bei solchen Sachen wie Compressed Cobblestone natürlich super stressig werden wird. Da müssen wir auch noch irgendwo dann richtige ja, ich sag, Mine anfangen, wo wir dann ein bisschen Cobblestone abbauen können. Das Schöne ist, Cobblestone können wir wirklich überall abbauen. Wir brauchen einfach nur beliebigen Ort nehmen, da in die Tiefe bauen. Eigentlich, also Cobblestone bekommt man aus einer Steinwüste eigentlich überall. Ja, ich glaube, das reicht für das Zucker hier definitiv gar nicht. Das ist ja hier. Aber wir sind zumindest schon mal relativ weit fortgeschritten. Also könnte tatsächlich. Was wäre denn? Oh, siehst du, fehlt ja nur noch so eine kleine Fläche hier. Easy. Vielleicht doch ein bisschen größer, als ich gerade dachte.
Danke. Ich weiß auch nicht, weil da hinten geht es dann wieder runter, wie ich das dann am besten ausklingen lasse. Am besten bauen wir hier so ein Ausklingbecken. Ach ja, ich möchte schon wieder sterben. So. Weil zum einen sollte es hier natürlich möglichst lange flach bleiben, damit wir dann später hier unsere Felder gut bauen können. Apropos, siehst du, der kriegen wir auch wieder ein bisschen Zuckersand, weil wir hier dann ja wieder Sand abbauen. Also. Was? Ja doch. Das heißt, vielleicht fangen wir jetzt direkt mal mit dem Weg an und legen schon mal die ersten Felder an. Da wird hier nämlich wieder Zuckersand frei. Easy, machen wir so. Okay. Das heißt, wir brauchen Zertsand. Haben wir die Zertsand da? Müssen wir eigentlich aus der Steinwüste haben? Wir waren ja letztendlich in so einer Steinwüste drin und ich weiß aber nicht, ob wir da wirklich auch Sand mitgebracht haben. Wäre natürlich blöd, wenn nicht. Haben wir nicht? Willst du mich verarschen? Ah, siehst du, wir haben hier noch Silbersand. Gott. Können wir mit dem was Sinnvolles machen? Ich meine, würde für den Weg vielleicht sogar tatsächlich gehen. Oder Gravel. Silbersand oder Gravel? Nee, Gravel ist dann wieder zu kontrastreich. Das passt ja nicht so zum... Andererseits, warum eigentlich nicht? Ha. Wir könnten natürlich auch klassisch bauen. Heißt also ein Kiesweg, der dann aber mit Cobblestone umrandet ist. Das könnten wir auch machen. Ha. Ha 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 ha. Easy gebonkt. Machen wir. Machen wir. So brauche ich natürlich wieder. Ne? Wir haben ja unglaubliche Massen an Cobblestone. Was machst du hier drin? Ja, dann werden wir also definitiv hier gleich mal wieder auf eine kleine. Scheitor gehen dürfen. Ist das ja eigentlich in der Kiste, in den Öfen noch irgendwas drin? Nee. Schade. Dachte, ich habe irgendwo noch ein bisschen Cobblestone versteckt, aber leider nicht. So, das heißt Schippe. Haben wir da. Ach, wenn ich hin. Ja, genau, machen wir auch zwei breit. Dann richtig schön mit, wie gesagt, mit Steinumrandung. Wie war das jetzt nochmal? Das war immer links davon. Also hier ist jetzt. Genau, hier sind vier. Da sind nur drei. Apropos, das hier fülle ich gleich mal auf. Das sieht ja hier kacke aus. Habe ich kein Zuckersand mehr? Willst du mich verarschen? Komm, jetzt guck mir halt hier am Arsch. Ja. Arschloch. Da. Da, 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 da. Da, 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 da. Easy. So. Hälfte der Lücke nicht mal weg hier. So, hier sind drei. Da müssten hier vier sein, da auch wieder drei. Easy, das heißt hier auch. 1, 2, 3. Und hier kommt dann der Weg hin. Mache ich das hier mal weg. Siehst du, schon haben wir wieder direkt Zuckerland. Wisst ihr was eigentlich?
Oh komm, ich mach gleich mal richtig, richtig. Achso, hier in der Mitte wäre es blöd, weil hier kommt das Gravel hin. Da mache ich das mal nicht. Aber hier an der Seite, hier gehen wir richtig hart runter und klauen einfach die gesamte, ja, das gesamte Zeug hier. Da kommt dann ja eh Cobblestone drauf. Von daher sieht es dann eh keiner. Und die nächste Schippe kaputt. Easy. Na gut, brauchen wir nicht. Ja, das war. Heißt hier nur durch das hier nicht abzutragen. Höchstens hier hinten, hier sieht es tatsächlich ganz schon voll aus. Lassen wir aber trotzdem. So, dann gehen wir hier mal hoch und jetzt hier auf der Seite genau das gleiche. Hier kommt später auch Cobblestone hin. Das heißt, hier machen wir auch bis hier. Genau, hier geht die Höhle lang. Ach ja. Es gibt nichts Schöneres, als irgendwie Sand zu entfernen und so. Oh, hier ist wieder Silbersand. Boah, der geht hier tief runter. Ach so, ist nur so okay. Ah, ist nur so kleine. Ja. So eine kleine Laune des Mapchens. Spitzhacke. Haben wir natürlich nicht mehr. Na, da. Was geht? Oh nein. So. Ich glaube, dann brauchen wir jetzt mal doch irgendwie so ein automatisches Sieb für Geröll. Das wäre jetzt dumm. Hier kommt der, hier ist ja der Weg. So. Genau. So schön viel Gravel. Lass mal lieber da sein. Doing, doing. So reicht aus. So, sehr gut. Ich habe eine Idee. Nächste Folge. Genau. Schon mal vor.